Halli, hallo Und Hallöchen. Jo, wie ihr sehen könnt, zocken wir heute Subnautica. Habe ich Bock drauf, habe ich seit ungefähr 2 Jahren nicht mehr gespielt. Es kamen wohl schon viele Neuheiten, die ich noch nicht gesehen habe. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich würde jetzt einfach eins meiner Let's Play-Videos, wo ich gucke, dass ich die so wöchentlich ein-, zweimal hochlade von einer Let's Play-Reihe. Ich wollte 2 Let's Play-Reihen machen. Und dann immer so im Abwechsel mal immer ein, zwei Folgen die Woche hochladen. Ich produziere die auch immer vor, sodass ich so, ich sag jetzt mal, 4 Videos machen kann, damit ich eventuell sogar 4 Folgen in der Woche hochladen kann von jeweils, also 2 von 2 Let's Play rein. Lange Rede, kurzer Sinn, ob ich es mache, weiß ich es noch nicht. Ich möchte aber erstmal anfangen. So, dann starten wir mal als erstes ein Spiel. Wir nehmen mal Überleben, weil wenn ich auf Hardcore gehe, ist, wenn ich tot bin, alles weg und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist es nicht wert. Und wie wir wissen, werden wir relativ schnell sterben. Weil ich verdammt scheiße bin in solchen Spielen. So, jetzt lädt er erstmal, da will ich euch nicht vorenthalten. Oder dann könnt ihr mir beim Saft trinken zugucken. Saft. Oh, der ist kalt. Boah. Also Gesichtsmimik habe ich, wa? So, es geht los. Weiter im beliebigen, was beliebtesten Tages. Achso. Ich muss eine Taste drücken. Haha, IQ 9000, mega. Ja, wir stürzen ab. War aber closer. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Aber wenn ich mich irre, könnt ihr mir auch Bescheid geben. Laut meiner Definition, wenn es im Weltall explodiert, merkt man die Druckwelle nicht. Und ich habe die doch gerade in dem Spiel gemerkt, ne? Oh nein, Feuer. Nimm den Feuerlöscher, du Idiot. Nimm den Feuerlöscher. Lass deine Lumpen mal aus, den Aal hier. Kein Bock, an einer Rauchvergiftung zu sterben. Party. Oh. Ey, der ist mit dem Raumschiff abgestürzt. Wieso ist dieser Ladebildschirm so langsam? Das ist eine leichte Gehirnerschütterung. Das ist immer noch ein. Okay. Diese PDA wird im Notfallmodus mit nur einer Richtlinie. Boah, ich hasse laut lesen, ich hasse es. Okay, good luck. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das? Was ist das Notfallding? Okay. Okay, okay. Drücke Tab. Okay. Glückwunsch. Hier öffnen wir dieses Pad. Hier wird mein neuer bester Freund. Solar haben wir. So, da. Teste das Schaltkreis. Okay, das müsste das. Ne, warte mal. Öffne das. Alles klar. Hier können wir das machen. Das ist quasi meine Werkbank, wie bei Minecraft. Teste der Schaltkreise. Fehlgeschlagen. Okay, jetzt muss ich irgendwie die Schaltkreise reparieren oder was? Ich brauch ein Werkzeug zum Benutzen wahrscheinlich, ne? Nee. Okay, ich hab mal nichts. Ja, gucken wir mal, was noch die anderen Missionen sind. Sekundärsysteme ausgefallen, Kommunikation ausgefallen. Nutzsignalübertragung ausgefallen, Auftriebskörper entfällt und Hüllenintegrität okay. Na, immerhin ist etwas okay, ne?
Da war ein Fisch. Hüpf doch nicht direkt rein. So, wo ist meine Luftanzeige? Da. Wie bewege ich mich? Bewegen ist lieber in Minecraft. So, Wasser haben wir noch eine Handvoll. Jetzt erstmal hier die ganzen defekten Teile einsammeln. Kann ich auch nicht einsammeln. Das Ding kann ich auch nicht einsammeln. Okay, lass uns mal kurz nach oben schwimmen. Ist das gewollt, dass ich so nah an dem Raumschiff starte? Hey, kenn mich nicht aus, ich bin hier kein Profi. Warum lacht er? Lacht er mich aus? Mach das nicht. Wieder runter. Da liegen noch zwei Teile. Erstmal ein bisschen Weltraumschrott einsammeln. Man muss noch gar nicht hoch. Was eine wesentliche Bestandteil der gesamten Strombetrieb. Okay. Tauch ab! So. Kann ich jetzt schon irgendwas bauen? Jo, ich kann Titan erschaffen. Aber das kann man irgendwann automatisieren. Ich hätte schon keinen Bock drauf. Werkzeuge. Ah, hier, guck mal. Scanner. Reparaturtool. Okay. Schwimmkörper. Okay, wir müssen Reparaturwerkzeug bauen. Dafür brauchen wir Titan, haben wir. Höhlenschwefel und Silikongummi. Zur Hölle kriege ich Silikongummi her. Okay, okay. Dafür muss ich. Wo war denn das Zeug? Dahin. Ich muss ja ehrlich sagen, also jetzt mal. Wow, what the fuck, Alter? Muss ja ehrlich mal sagen, dieses Spiel beinhaltet ein paar meiner größten Ängste, die ich habe. Unter anderem zum Beispiel, schwimmen in Gegenden, wo ich den Boden nicht sehen kann oder wo ich nicht sehen kann, was unter mir ist. Das ist tatsächlich einer meiner größten Ängste. Das ist richtig zum Kotzen. Also ist dieses Spiel hier gerade einfach mal eine Selbsttherapie. Ja, schnell weg hier. Weg, 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 weg. Wie ich das hasse, ne? Ohne Scheiß. Da krieg ich richtig Panik bei sowas, selbst in einem scheiß Videospiel. Ich kann auch nicht in Gewässern schwimmen, wo ich den Boden nicht sehen kann. Klar kann man da jetzt sagen, stell dich nicht so an, aber nee, geht nicht. Geht einfach nicht. Und hier draußen die Kohlen? Nee, ne? Erstmal zurück zum Schiff. Alter, Alter, Alter.
Okay. Wie baue ich denn jetzt Silikon? Hä, aber hat er mir nicht gerade angezeigt, wie man... Stehe ich jetzt komplett auf dem Schlauch? Hier, Silikongummi, so war das ja. Wie viel brauche ich denn davon? Jetzt können wir uns immerhin schon mal ein Messer machen. Machen wir mal ein Messer. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Braxis Prime. Warte mal, wir haben jetzt das alle zerbrochen. War das Messer darüber schieben? Ach da, guck mal hier. Das sind so Sachen, die man bauen kann. Mhm. So, wir brauchen das Reparaturwerkzeug. Aber wie zur Hölle komme ich an den letzten Rohstoff, den ich brauche, ran? An. Gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit, alle davon zu machen? Da muss ich jetzt jede Scheiße einzeln anklicken. Aufpassen nicht, dass ich gleich nichts mehr bauen kann. Batterie. Nicht, dass ich das Ding hier gleich nicht bauen kann. Höhlenschwefel. Okay, wo kriege ich jetzt zur Hölle Höhlenschwefel her? Ey, es ist dunkel. Der Dude hat nicht mal eine Kamera. Taschenlampe heißt das Ding. Scheiße. Oh, ich hasse es, nachts zu schwimmen, ne? Macht meine panische Angst irgendwie nicht, tatsächlich nicht besser. Stich ihn ab! Hab ich irgendwas verloren? Hier kann man ja noch ein bisschen gucken, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass Höhlenschwefel in Höhlen wächst. Existiert, nicht wächst. Ah, ich glaube, die Viecher waren nicht so ganz geil. Yo, was will er denn hier? Ah! Spring hoch, spring hoch, spring hoch, getreten. Ah! Oh. Ey, ich hasse sowas, ich hasse sowas. Ich habe das Spiel schon mal gespielt in ein paar Minuten. Da wurde ich auch dreimal von so einem Viech gekillt und habe mich alle drei Male tierisch erschreckt. Ah, ich hasse das. Okay, bringt ja nichts. Komm, rein in den Aal hier. Wo ist der Dude? Ja, das dunkel ist, das nervt halt tierisch, ne? Aber gut. What the fuck, Alter? Seit wann gibt es hier Fliegeviecher? Krasser Scheiß. So, da es aber die Nacht ist, werden wir das erste Video, also Folge Nummer Uno, beenden. Einfach so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn euch das gefallen hat, wie ich mich erschrocken habe, weil er dann Dinosaurier war, dann lasst es mich doch wissen. Danke. Und ich freue mich auf die nächsten Videos, ne? Bis dahin, wir sehen uns. Ciao.